Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Wolfgang. Die 33 Reden von Saint-Germain, empfangen von Godfrey J. King. Die Rede 6. Anrufung von Saint-Germain. Du mächtige, unendliche Gegenwart, Schöpfer all dessen, was immer erhaben in deiner sieghaften Gegenwart ruht. Nur dir geben wir die Kraft. Auf ewig entziehen wir allen äußeren Dingen die Kraft, die wir ihnen je gewährt haben, und stehen heiter in deiner erhabenen Gegenwart, Liebe, Weisheit und Kraft. Wir wissen, dass ich bin hier und ich bin da und ich bin überall. Ich bin ruhig in deiner erhabenen Gegenwart, die deine Liebe, Weisheit, Kraft und dein Urteil offenbart. Ich habe deine Vorschau und sehe weit über die menschlichen Möglichkeiten hinaus. Ich gebe dir Preis und Dank, dass ich jetzt und immer da nur deine mächtige, sieghafte Gegenwart erkenne und aufnehme. In allen Dingen in meinem Leben, in meiner Welt, in meinem Gemüte und meinem Leib. Ich preise dich, dass ich um jede Form deinen magischen Kreis gelegt habe, unüberwindlich, undurchdringlich für alles, das nicht dir gleich ist. Ich wache über mein Leben, meinen Verstand, meiner Welt und meinen Angelegenheiten, dass nichts dort sich offenbaren könnte als nur du. Wir danken dir. Die Rede 6. Erinnert euren Verstand, euer äußeres Bewusstsein immer daran, sage ich, ich, so bin ich in Verwendung der unendlichen Gotteskraft. Sage ich, ich bin, so habe ich diese Kraft in Bewegung gesetzt, um jede Idee erfolgreich zu verwirklichen, die im Bewusstsein festgehalten oder auf die unsere Aufmerksamkeit gerichtet wird. Ernsthafte Schüler sollten das in keiner Stunde vergessen, bis diese Wahrheit so fest in ihrer äußeren Tätigkeit verwurzelt ist, dass sie selbst tätig wirkt. Ihr seht daher, wie vollkommen lächerlich es ist, zu sagen, ich bin krank, ich bin geldlich in einer Notlage oder es scheint euch irgendetwas zu fehlen. Ich sage euch, nichts kann euch berühren, wenn ihr dieses Wissen fernhaltet. So benutzt es denn. Scheint ihr euch erkältet zu haben, braucht euch niemand zu sagen, ihr solltet ein Taschentuch benutzen. Warum solltet ihr denn daran erinnert werden müssen, dass alles äußere Tun nur von einer Kraft getragen werden kann, von der Ich Bin Gegenwart, von Gott in euch? Es ist so schade, dass ernsthafte Schüler nicht oft genug über diese Wahrheiten nachsinnen, damit ihre wunderbare Gegenwart sich auswirken kann. Wisst dieses: Ich bin die erhabene, sieghafte Gegenwart, die alle amtlichen Stellen erfüllt. Und wisst es mit der ganzen Sicherheit eures Verstandes. Wer dieses tut, wird dafür gesegnet werden. Wacht ständig über eure äußeren Eindrücke, damit ihr nicht aus Unkenntnis auf den Schein der Dinge hereinfallt oder euch von sogenannten Geldmenschen beeindrucken lasst.
Gott regiert eure Welt, euer Heim, euer Geschäft und alles, was euch betrifft. Befürchtet nie, eure Einbildungskraft möchte euch irreführen, solange ihr die Nähe der vollen Offenbarung jener mächtigen, individualisierten Gegenwart verspürt. Freut euch! Glaubt an die mächtige Gegenwart, die jede Sache dieser Welt, die ihr wünschen oder benutzen möchtet, in sich birgt. Ihr seid nicht abhängig von den äußeren Dingen. Tretet ihr freudig in diese mächtige Kraft und Gegenwart ein, die alles enthält, so werdet ihr frei versorgt. Ich möchte, dass ihr fühlt, dass ihr freudig akzeptiert und mit eurem ganzen Wesen wisst, dass die Kraft der Präzipitation kein Mythos ist, sie ist wirklich. Anmerkung: Präzipitation bedeutet die plötzliche Erschaffung einer gewünschten Sache aus dem allgegenwärtigen Urstoff durch Verdichtung mittels geistiger Kräfte. Wer tief genug in dieses Empfinden eindringt, kann alles unvermittelt erzeugen, was er sich wünscht. Man hat Kinder bestraft, weil sie engelhafte Wesen gesehen und eine innere Schau offenbart haben. Die Eltern sind es, die bestraft werden sollten, weil sie es wagen, störend in die gottgegebene Freiheit eines solchen Kindes einzugreifen. Lebten die Erwachsenen sehr in bewusster Schau und Anerkennung dieser mächtigen und großen Gegenwarten, deren Dasein die meisten Menschen bezweifeln, so würden sie diese und ihre erhebende, stützende Intelligenz spüren. Meine Geliebten, solltet ihr plötzlich Mut und Kraft haben, so sagt: Ich bin da und woge heran und bringe das Gewünschte. Braucht ihr Harmonie im Gemüt oder Körper? Ich bin da und schaffe sie sogleich. Ihr werdet nicht darauf zu warten brauchen. Widmet der Welt und den Menschen, die von diesen Dingen nichts verstehen, keine Gedanken. Schreitet vorwärts, erfreut euch der sichtbaren, schaffenden Gegenwart, die sich in euer Leben und zu eurer Benutzung euch gibt. Unser sogenannter gesunder Menschenverstand muss uns sagen: Wenn wir die Gottgegenwart einer gewünschten Sache nicht erwarten, sie annehmen und uns ihrer erfreuen, wie im Namen Gottes, dürfen wir denn erwarten, sie zu empfangen? Es ist das ärmliche, unbedeutende Äußere Selbst, das sich mit diesen Worten brüstet: Ich bin eine zu gewichtige Persönlichkeit, um meine Aufmerksamkeit solchen kindlichen Märchen zuzuwenden. Nun, ich sage euch, eines Tages werden die Menschen, die so reden, noch froh sein, solchen Märchen zu lauschen und ihr Gemüt damit zu erfüllen, damit sie vorwärts kommen. Ergibt sich in der äußeren Beziehung zur Geschäftswelt ein ungünstiges Verhältnis, das irgendwo eure Welt zu berühren scheint, so sagt sogleich in aller Festigkeit: Ich bin die Gestaltung und sichtbare Gegenwart dessen, was ich wünsche, und niemand kann dieses verhindern. Dieses ist die mächtige Wahrheit. Rede ich in dieser Art von Präzipitation, so kann dieses durch jeden Kanal geschehen, nicht nur durch den unsichtbaren, denn all dieses ist Präzipitation,
nur in etwas verschiedener Art der Tätigkeit. Erkenne ich, wer ich bin, dann habe ich die große Stille betreten, in der sich Gottes große Tätigkeit vollzieht. Hält der Einzelne diese Erkenntnis in freudiger Anerkennung fest, so sollte sie ihm zu großer Offenbarung werden. In eurer äußeren Erfahrung entfaltet jede praktische Betätigung eure Leistungskraft immer mehr, das wisst ihr. Stimmt dieses für das äußere Tun, so muss es für die innere Tätigkeit noch viel wichtiger sein. Je mehr ihr sie einsetzt, desto größer wird die Kraft, die durch sie wirkt. Wisset, dass ihr mit den inneren geistigen Dingen alles viel rascher und größer vollbringen könnt, als mit den äußeren Dingen, denn mit dem Geiste betätigt sich die Kraft unmittelbar. Handelt ich bin, so gibt es kein Warten. Die Tatsache, dass wir glauben, wir könnten die Muskeln durch Gebrauch entwickeln, sollte uns erkennen lassen, dass die gleiche Anstrengung, wenn zur Übung und Erkenntnis der inneren Kraft verwendet, natürlicherweise viel größere Ergebnisse bringen müsste. Mancher Mensch nimmt zum Beispiel an, er müsse gewisse körperliche Übungen machen, um seine Muskeln kräftigen zu können. Ich habe sehr oft meine Schüler befähigt, in einem wohlgebauten, schönen Körper starke Muskeln zu erzeugen, ohne eine einzige Übung. Das Gleiche ist es mit dem Üben eurer inneren Fähigkeiten zum Hervorbringen der inneren Kraft. Bei aller Entwicklung des Inneren wie des Äußeren liegt der erste Teil der Übung im Denken. Hier müssen wir wissen, dass nur eine Kraft zur Verfügung steht, die der Ich Bin Gott Gegenwart in euch. Daher liegt die Übung eurer inneren Fähigkeiten notwendigerweise im Denken, im sogenannten mentalen Bereich. Doch ich sage euch, es ist Gott in Tätigkeit, weil ihr keinen Gedanken habt, ohne dass die Intelligenz und Energie Gottes es tut. Daher ist eure Gedankenarbeit die schaffende Kraft Gottes. Ihr seht nun, wie leicht und durchaus möglich es ist, einen kräftigen Leib zu bilden, ohne auch nur die Hand zu körperlicher Übung zu heben. Die meisten Wissenschaftler, Ärzte und Sportleute werden das bestreiten. Doch ich versichere euch, dieses geschieht nur, weil sie das Wesen der wirkenden Kraft nicht tief genug erfassen. Kann doch keinerlei Tun irgendwo sich vollziehen, es sei denn durch Verwendung dieser inneren Energie. Handelt es sich um Erkennung dieser großen Fähigkeiten, die allen Einzelnen jederzeit zur freien Verwendung zur Verfügung stehen, so erlauben diese Zweifel und Befürchtungen, auf sie einzudringen und sie zu überwältigen. Doch beachtet wohl, diese inneren Fähigkeiten werden durch äußere nur überdeckt, wie ein Kork im Wasser, in das er gedrückt wird. Sobald dieser freigelassen wird, schnellt er wieder zur Oberfläche empor und steht dort zur Verfügung. Es ist betrüblich, wenn eifrige Schüler so viele Jahre lang sich von Zeit zu Zeit bemühen, sich den Gebrauch dieser Fähigkeiten anzueignen, um dann, weil sie nicht unmittelbar Erfolg erzielen, wieder in Untätigkeit zu versinken,
bis von Neuem sie wieder etwas antreibt und sie bald darauf wieder ermatten. Beharrliche, entschlossene Anerkennung dieser Ich-Bin-Gegenwart wird euch durch sämtliche Schwierigkeiten unbedingt zu sicherem Gelingen bringen, falls ihr nicht verzagt und den Mut sinken lasst. Ich sehe, und besonders in der heutigen Zeit, eine beträchtliche Anzahl Menschen, die durch etwas Ermutigung und Beschreibung des einfachen Gebrauchs dieser Fähigkeiten rasch in ihre Freiheit vorstoßen werden, besonders jene, die diese mündliche Belehrung und die Strahlung, die mit ihr einhergeht, empfangen. Ist es nicht erschreckend, dass die Söhne und Töchter Gottes, die sich drosselnden Aussprüchen der Begrenzung unterwerfen, wenn sie doch durch beharrliche Bemühung und Entschlossenheit die Türe öffnen und durch sie in eine große innere Kammer eintreten könnten, die erfüllt ist von solch blendendem Licht, von Gold und Edelsteinen, von einem Urstoff, aus dem jede Nahrung im Weltall unmittelbar erzeugt, präzipitiert werden kann. Greifbar deutlich steht diese Wahrheit vor ihnen, und dennoch zögern diese Menschen durch Unglauben, durch diese Türe zu schreiten, das Zepter zu ergreifen und frei zu sein. Ihr Geliebten, wieder sage ich euch, singt die erhabene Melodie der Ich bin sieghafter Gegenwart. Singt sie unaufhörlich in eurem Herzen. Fühlt sie aus all euren Kräften und entschließt euch, sie zu benutzen. Haltet diesen Entschluss und dieses Wissen fest und der Pfad zu jener Meisterschaft, die eure ewige Freiheit bedeutet, wird sich stetig vor euch öffnen. Verharrt einfach freudig in der Erkenntnis, dass ihr durch den Schleier getreten seid. Was der Einzelne auch an Meisterschaft gewonnen haben mag, über sich selbst, über seine Geschäfte oder seine Welt, sollte ihm immer eine geweihte Kammer sein, ein inneres Heiligtum, in das mit seinen Fragen einzudringen man keinem anderen Menschen gestatten sollte. Keiner wird jemals Meisterschaft erlangen durch den Wunsch des Äußeren Selbst. Die Meisterschaft ist in einem anderen Wesen zu finden. Das Gesetz des eigenen Wesens zu suchen, zu finden und anzuwenden, ist des Schülers sicherer Pfad zur Meisterschaft. Und erst wenn der Einzelne sich selber erreicht hat, wird er wirklich verstehen, was wahre Meisterschaft ist. Es gibt nur eine Meisterschaft, die gesucht werden soll, die über sein eigenes Äußeres Selbst. Es kann einer jahrelang neben einem Meister leben und es doch nicht bemerken, bis seine eigenen inneren Fähigkeiten ihm die Tatsache offenbaren. Er kann jahrelang mit einem Meister die Wohnung teilen und es nicht wissen, bis eine Krise erwächst, die gemeistert werden muss und die auf einmal wirkliche Kraft sichtbar werden lässt. Würde ein Meister die Erreichung seiner eigenen Meisterschaft anderen enthüllen oder mit ihnen besprechen, so würde er seine eigenen Kräfte zerstreuen. Dieses darf niemals geschehen. Hat ein Schüler das Glück, eine herrliche Erfahrung zu machen, und spricht er darüber mit anderen, so ergießt sich viel Zweifel über ihn, und bald beginnt er daran selbst zu zweifeln. Es ist wirklich sonderbar, wie überzeugend die Behauptung eines anderen zu wirken vermag. Hört ein Schüler darauf, warum ist er denn nicht wenigstens so gerecht gegen sein eigenes Gott selbst,
auch auf seine Kraft zu hören, auf das Gute, das durch die innere Erfahrung Ausdruck gefunden hat. Sobald ein Zweifel sich erhebt, folgt ihm gleich eine ganze Schar. So ist es auch mit Ich Bin. Richtet eure Aufmerksamkeit auf das, so bricht es immer stärker durch. Die Energie strömt dorthin, wo eure bewusste Aufmerksamkeit weilt. Ihr Geliebten, wenn ihr möchtet, dass sich euch etwas offenbart, dass euch etwas begeistere, seht ihr denn nicht, dass ich bin? Im Augenblick, da ihr sagt, ich bin, setzt ihr diese Kraft in Bewegung, die all diesen Fähigkeiten innewohnt. Sie verfügt über allen Stoff und muss die Form bilden, auf die sich die Aufmerksamkeit des Verständnisses fest gerichtet hält. Das Ich Bin ist der unergründliche Geist Gottes. Bemüht sich der durchschnittliche Schüler um Verständnis, so berührt er nur die zurückkehrende Erinnerung an das, was gewesen ist, statt dass er in das Herz Gottes eintritt und das hervorbringt, was noch nie gewesen ist. Viele Menschen und Schüler vermögen oft nicht zu erkennen, dass es viele Kulturen hohen Vollbringens gegeben hat, die der heutigen äußeren Welt gänzlich unbekannt sind. Atlantis und Lemuria oder das Land Mu, deren früheres Dasein heute von einigen wenigen Menschen anerkannt wird, sind nur Bruchstücke der früheren großen Kulturen. Nähere Angaben finden sich auch in Brown Londons, Die mystischen Meister. Will der Schüler etwas Ungewöhnliches tun, so sage er sich entschlossen: Ich bin das Herz Gottes. Und nun bringe ich Ideen und Werke hervor, die bisher noch nie geschaffen worden sind. Erwägt einfach dies: Ich bin das, was ich zu erzeugen wünsche. Die Ich Bin-Gegenwart ist das Herz Gottes. Ihr seid augenblicklich in der großen Stille, sobald ihr sagt: Ich bin. Erkennt ihr, dass ihr das Ich Bin seid, dann wird sich sogleich alles gestalten, was immer ihr gebietet. Glauben heißt, Vertrauen zu haben, es sei wahr. Glaube und Vertrauen greifen ineinander. Am Anfang ist eine Sache ein Glaube. Wird er festgehalten, so wird er zur Überzeugung. Glaubt ihr nicht, eine Sache sei wahr, so könnt ihr sie nicht verwirklichen, zur Gestaltung bringen. Glaubt ihr nicht, ich bin eine Sache, wie kann sie dann für euch handeln? Der alte Spruch: Nichts ist an sich gut oder böse, unser Denken macht es so, ist unbedingte Wahrheit. Wisst ihr, dass die Kraft Gottes in das Einzelwesen strömt, unbedingt rein und vollkommen, dann müsst ihr euch vergegenwärtigen, dass es der Einzelmensch ist, der dieser Kraft Werte und seine eigene Unvollkommenheit auferlegt. Diese reine Gotteskraft wird durch die bewusste Anstrengung des Einzelnen in Bewegung gesetzt, und er muss ihr irgendeine Eigenschaft aufprägen, denn das ist sein Vorrecht als Schöpfer. Jeder auferlegt dieser Kraft, die stetig verströmt, seine Werte. Jeder prägt ihr ständig seine Färbung auf, durch sein eigenes Bewusstsein. Jede Tätigkeit nach außen, die bewertet, trägt die innewohnende Fähigkeit des Klanges und der Farbe mit sich. Es gibt keinerlei Tätigkeit ohne Klang und Farbe.
Gottes Vollkommenheit trägt natürlicherweise keinerlei Färbung in sich. Eine solche erfolgt erst durch die Gestaltung nach außen, die jeder Sache eine Eigenschaft gibt. Jeder Schüler muss die Verantwortung für sein eigenes Tun, das sich aus der ausgeschickten Kraft aufprägt, tragen. Der Verstand kann auf nichts einwirken, das nicht Intelligenz in sich trägt. Gestattet euch selber nicht, im menschlichen Sinne für euer Tun einen Ablauf der Zeit zu erwägen, sondern packt eine Sache freudig an und schafft, bis sie sich gestaltet hat. Seid wie eine Stichflamme, steht unerschütterlich zur Gottgegenwart als dem Vollbringer der Sache. So werdet ihr in die Fülle und Vollkommenheit eines jeden Dinges, das stets für euch bereit ist, eintreten. Alles dauernde Vollbringen erwächst nur aus der selbstbewussten Anstrengung des Einzelnen. Frage: Was ist Sympathie? Antwort: Sie ist nur eine Übereinstimmung mit Unvollkommenheit. Was immer ihr auch tun mögt, seid unerbittlich auf der Hut vor menschlicher Sympathie. Wachet darüber, dass ihr euch nicht in Treibsand hinunterziehen lasst, wenn euch doch Schwingungen zur Verfügung stehen, die euch über seine Zerstörung hinauftragen können. Richtet nicht, sondern tretet immer wieder freudig in die Ich-Bin-Gegenwart und alles wird sich vollkommen gestalten. Gegen jeden Zustand der Unvollkommenheit, besonders hohen Alters, benutzt das Wort: Ich bin die Vollkommenheit eines Menschen. Was auch die Außenwelt sehen mag, lasst euch dadurch nicht rühren, denn euer ist die Vollkommenheit und ihr selber müsst sie erringen. Seid ihr nicht wachsam, so könnt ihr im unbedachten Augenblick einem Ausdruck Raum gewähren, der euch jahrelang verfolgt und belastet, wenn ihr ihn nicht auslöscht. Benutzt ihr bewusst das große Gesetz, so wisset, dass die tätige Kraft des Gedankens Gottes ihre Richtung kennt, vorstößt und Vollkommenheit bewirkt. Beauftragt bewusst die Ich-Bin-Intelligenz, alles zu benutzen, was nötig ist. Sagt: Ich bin Intelligenz, und präge die erforderlichen Worte. Was Heilung betrifft: Ich hatte einen Schüler, der den Elektronenkreis um sich mit solcher Heilkraft lud, dass er der heilende Schatten genannt wurde. Natürlich war es nicht der Schatten, der heilte, sondern im Augenblick, da jemand seinen Elektronenkreis berührte, war er augenblicklich geheilt. Frage: Verstehen wir, Gott sei Liebe, warum hat er sich dann individualisiert? Antwort: Um lieben zu können. Frage: Warum wurden die Strahlen geheilt? Antwort: Um Liebe ausdrücken zu können. Liebe ist das tätige Prinzip Gottes. Wenn ihr liebt, so umfangt ihr das, was ihr liebt, mit jenem Gewande Gottes, der strahlenden Gegenwart und Tätigkeit. Richtet nie, sucht immer zu verstehen. Wenn euch scheint, es liege eine unrichtige sexuelle Tätigkeit vor, und hebt das Bewusstsein jenes Menschen, indem ihr seine Aufmerksamkeit auf irgendein höheres Ideal lenkt, damit das Denken beherrscht werde und das Sexualgeschehen der bewussten Führung des Einzelnen unterstellt werde, durch den Einsatz seines eigenen Willens. Der eigentliche reine Zweck der Sexualität liegt in der Ausweitung und dem Ausdruck der Liebe
durch Zeugung einer Form, die der eintretenden Seele eine harmonische und liebreiche Gemütsart zur Verfügung stellen kann. Gedanke und Gefühl der Eltern stellen die beeinflussende, formende Tätigkeit dar. Das Wesen des Lebensprinzips des Menschen ist zu lieben. Segensspruch. Unendliche Gottheit der Liebe, wir danken dir für deinen heutigen Segensstrom, für deine mächtige Strahlung, die überall alle Dinge erfüllt. Preis und Dank dir, dass wir in deine Welt haben eintreten dürfen, wo alles hell ist, wo deine Strahlung schöpferisch in jedem Gedanken alle Dinge, die wir denken, zu ihrer Vollkommenheit bringt. Anmerkung: Zur Erhöhung des Körpers. Nada erhöhte ihren Körper vor 2700 Jahren. Wird gesagt, drei hätten ihren Körper zur gleichen Zeit erhöht, so kann dieses Aufsteigen im gleichen Augenblicke oder innerhalb einiger Wochen oder Monate erfolgt sein. Beherrschung eines Tieres. Benutzt das Wort: Ich bin hier und ich bin dort, und ich gebiete Stille sein. Blickt auch dem Tier ins Auge und wisst, dass Gottes Liebe es beherrscht. Der Unterschied zwischen göttlichem Mitgefühl und menschlicher Sympathie ist so groß wie zwischen Licht und Dunkel. Göttliches Mitgefühl hält die Aufmerksamkeit des Schülers in der mächtigen Ich bin Gegenwart verankert und bietet sie auf, Vollkommenheit zu erzeugen. Menschliche Sympathie ist ein Vorbrechen der Kraft, die mit einem Gefühl der Unvollkommenheit belastet ist und die bereits bestehende Unvollkommenheit noch verstärkt.